Wie weit? Na, bis hier müsste es jetzt aber reichen. Kann ja hier noch mal so einen Schwung reinbringen. Huch. Verbaut. Mann! Ich dachte, Gezuppel hier immer. So, guck mal, oder noch ein bisschen mehr. Nö, das müsste gehen. So, dann haben die Panda-Bärchen hier auch Beleuchtung. So. Und ich glaube, vom Bambus her müsste das eigentlich auch reichen. Habe ich dir jetzt Erde gegeben? Nee. Nee, ich habe mir welche geholt. So ungefähr. Ja, dann müssen die ja reinkommen, ne? So, wenn ich reinkomme, kommen die auch rein. Sieht es denn von der Form her einigermaßen nach was aus? Ja, die können ja auch nicht raus. Nee, die springen ja nicht wie die Ziegen. Nee. Kann man es hier noch ein bisschen abrunden? Nee, also raus können die eigentlich nicht. So. Okay. So, den Baum einfach hier in der freien Fläche oder vielleicht oben drauf? Oben drauf? Na, das wird ja... Ja. Ich mach das. Warum mal? Tja, wo macht sich so ein Baum denn gut? Hier so vorne an? Ja. Ja? Hier so? Ja, gute Nacht, Rookie. Schlaf gut. Oh. Okay. Ne? So, dann gehe ich mal... Ah ne, ich muss erstmal was Platz hier unten haben. Wie das gerade aussah. Ich bin im Menü. Du machst da mit Bone Meal und auf einmal liegst du auf dem Boden. Ja, der Baum hat mich umgehaut. Ja. Aber der sieht schön aus. Der ist gut geworden. Schön. Vier Wölfe, reicht das? Vier? Ja. Ja, müsste reichen. Oh ja, der ist wirklich schön geworden, der Baum. Super. Na? Weil dann bewegen die sich halt auch, ne? Wenn das wirklich Wölfe sind.
Das sieht gut aus. So, dann brauchen wir noch... Ich hoffe, die bleiben auch. Ja. Aber die Eisbären sind hier auch geblieben. Ja. So. Na, das wird doch ganz nett. Ja, ne? So, Panda. Wie viele? Das überlasse ich dir. Die Bienen sind noch da. Sehr schön. Ich glaube, 3. Boah. Die Ziegen sind ja auch noch da. Ah, das fühlt sich doch jetzt hier mit Leben. Ja, kannst wohl sagen. Ist aber kein Panda-Bär dabei, der sabbert. Nee. Es haben gibt ja die Extra-Spawn-Eier, die sabbernden? Nee, ich habe Panda eingegeben, da gab es nur ein Ei. Brauchen die auch irgendwie Wasser zum Trinken? Ich habe keine Ahnung. Und Wölfe brauchen die sowas? Oh Gott, ich weiß das gar nicht. Jetzt meinst du jetzt hier in Minecraft? Ja. Nee, nö. Ne? Nö. Ja, gefällt mir gut jetzt alles hier. Ich finde das echt schön. Hier ist noch kein Lama. Nee, also normalerweise wirst du ja immer belästigt von den Typen. Und jetzt, wenn man den mal braucht und sich 2 Lamas abgreifen kann, kommt er nicht. Naja, die Lamas, die der hat, die haben aber auch irgendwie so eine Decke über oder so, ne? Stimmt. Und die wilden Lamas sind ohne. Glotzt mich ein Eisbär an. Lol, du kannst sogar einen Händler-Lama spawnen. Das geht auch. Oh, 2 reichen in dem engen Ding. Ja, ne? Cool. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Rein da. Oh, oh. Oh, wir müssen den Block ja. da wegnehmen. Ja, ja. Komm, rein. Rein. So. Der muss woanders hin. So, können die jetzt irgendwo anders rauf? Glaub nicht. Nee, ne? Hier ist zu hoch, da können die nicht. Da können sie meinetwegen drauf, da dürfen sie eigentlich nicht rauskommen. Okay. An was man alle denken muss. Ja! Man macht hier es richtig schön und dann stehen die auf einmal auf dem Zaun, ey.
Ja, tut mir leid, dass ich dich reinschlagen musste. Gut. Ich finde das total klasse. Ja, dann haben wir ja Panda. Also, hier kommt man so rein. Durch den verqueren Hund. Dann fehlt hier gleich noch was. Was haben wir noch auf dem Zettel? Fuchs haben wir noch. Axolotl. Axolotl braucht ja Wasser. Und Katzen. Ist hier drunter Höhle? Ja. Da ist die, die Spalte. Ja. Die ging... Doch, ich glaube, die ging hier so rum. Ich habe da zwar auch mit Erdblöcke, also ich habe die komplett dicht gemacht mit Erdblöcken. Dass man nicht komplett runterplumpsen kann. Aber ich glaube, die ging hier so rum. Weil die Axolotls brauchen ein Wasserbecken. Ja. Das stimmt. Aber die können wir nicht zusammen mit den Fischen. Das haben wir ja gesehen. Nee. Also müssten wir... Wo geht der Weg lang? Hier, ne? Hier, dann könnten wir... Ich versuche mal hier, ob hier... Und wollen wir die in ein Becken aus, wie heißt es, Ozeanmonument-Zeug tun oder aus... Können wir machen, ja. Nicht Granit, sondern die anderen, irgendwelchen Steinzeugs. Aber das wird sich hier anbieten, ne? Versuch erstmal hier. Wo wäre denn der Weg? Hier. Ich versuche mal den Weg weiterzumachen. Dann habe ich einen Anhaltspunkt. Soll ich mal Kies holen? Ja. Haben wir noch Kies hier? Müsste in einer Kiste müsste noch was sein. Ja. So, hier müsste jetzt Gieß rein. Das ist der Weg. Dann geht man ja hier auch eventuell dran vorbei an dem. Ist halt die Frage. Machen wir dann eine Abzweigung hier lang. Wäre gar nicht mal so schlecht, dann könnte man den Pandas zugucken, ne? Ja, genau. Und hier den Axolotl. Und dann müssten wir uns jetzt auf einen Stein einigen, mit dem wir das auskleiden hier. Ich kann ja mal gucken, wir müssen ja noch einiges haben da von dem Ozeanmonument. Ja. Zumindest die helleren. Die dunklen glaube ich nicht. Nee, die dunklen sind zu teuer. Möchtest du dann die dickeren, die Ziegel haben oder die normalen? Die normalen, ne? Die normalen, ja. Für den Rand dann die Ziegel oder auch die normalen? Wollen wir die normalen unten als Boden nehmen und für den Rand die Ziegel? Das können wir näher machen, ja. Machen wir dann 2-3 tief, ne, für die Axolotl, ne? Ich weiß nicht, wie tief. 2 tief müsste, ja. Und jetzt bin ich nämlich gespannt. Ob ich hier 2 tief überhaupt kann.
Und die Mama bis. Ich bin voll. Ich muss Kappes loswerden. Ich guck mal, ob der Axolotl noch im Jalmalhall ist. Weil da gehört er ja eigentlich nicht hin. Das stimmt. Zwei cool. Haben wir da. Habe ich denn Platz für zwei? Ja. Ich muss zwei Eimer mitnehmen. Ich habe sogar acht. Acht Eimer! Dann machen wir das doch bis hier. Ich weiß nicht, sind Axolotl gute Schwimmmeister? Also, dass die... Boah, ich kenne mich mit den Tieren gar nicht aus, ey. Jetzt bin ich mal gespannt. Sind die noch drin oder nicht? Ja! Hey. Na dann, fang mal ein. Ach nö. Warten. Ich habe Wasser gefangen, aber keine Axolotl. Oh. Ich muss mal gerade was weglegen, damit ich die Axolotl hier... Also ich bin ganz froh, hier geht es nicht in die Schlucht. Offensichtlich. Sehr schön. Ja, die hatte noch so einen Knick nach links gemacht, also quasi Richtung Pagoden. Pagoden, ja. Dann brauchen wir aber wieder. Brauchen wir dann wieder Seegras oder sowas? Ich glaube nicht. Also hier im Swimmingpool habe ich ja sowas nicht. Nee, ne? Dann so, kleiden wir das einfach aus mit Steinsgezeug. So. Und dann ist gut. So, ich komme dir mal entgegen. Bist du schon wieder unterwegs? Ja, ich habe jetzt beide. Achso, okay. Und dann komm jetzt zurück. Die Steine habe ich auch schon im Inventar. Gut. Okay, na dann warte ich auf dich. Hier hatten wir ja eigentlich auch Ozeanmonument mal gehabt. Die Kisten sind weg. Ja, die haben wir abgebaut. Ja. Ordentlich wie wir sind, haben wir alles aufgeräumt. Manchmal zum Leidwesen. Ja, manchmal ja. So. Ich bin jetzt gleich wieder am Dom.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, so geil der Dom ja auch ist und geworden ist, ne? Ich glaube, nochmal würde ich so ein Projekt nicht machen. Och. Du? Also. Tatsächlich. Also, ne? So krass. Also ich weiß nicht, ob ich dann nochmal so die, auch die Geduld dafür hätte. Weißt du, wie ich das meine? Ja. So. Hier wäre dann der Weg. Na dann. Schmeiß mal ein paar Steine her. Die untere brauchen wir nicht auszufüllen. Die brauchen wir nicht, ne? Ne? Gib mir mal ein paar... Warte. Bodensteine. Das sind die Bodensteine, die ich mitgebracht habe. Dann können wir ja, ja quasi hier so den Rand. Das so machen. Ach, warte mal, den dahinter brauche ich ja dann auch nicht. Obwohl doch für außen, ne? Doch, klar. Hier lasse ich uns mal gerade noch den Aufgang, ne? Ja, genau. Ja, gut, dass ich immer zwei Stacks mitgenommen habe. Kommst du hin? Müsste. Ach, ich hätte Seelaternen mitnehmen können. Haben wir noch Seelaternen hier? Haben wir die denn hier gebraucht? Ja! Ja, für die, wo die Fische drin sind. Für die Schildkröten hin? Ach, für die Fische, ja. Na, dann kann man mal ja, So. Da kann man mal, ich glaube hier, mal so einen hinmachen. Hier. Hier so mittendrin. Und hier so. Ja. Reicht das? Ja. Das reicht. So. Dann komme ich mal raus und hol mal Wasser. Habe ich überhaupt genügend Platz? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich auch irgendwann mal bei mir im Inventar Platz haben? Dann füllen wir uns erstmal da am Rand eine Quelle. Okay. Jetzt können wir von hier schöpfen. Boah, ich bin so zugemüllt.
So. Sind so cool. Da füllt sie das Ganze auf. So. Habe ich einen Eimer verloren. Ah ne, 6 Stück. Mit denen sind es dann 8. Boah, die sieht man aber gut. Ist jetzt die Frage, ah ne, rausspringen können die hoffentlich nicht. Da machen wir Eisen geht drumrum. Davon haben wir ganz viele und die sehen damit am besten aus. Mhm. Eisengitter holen. Die hatten wir ja noch irgendwo, ne? Haben wir nicht hier welche? Habe ich hier nicht eher irgendwo welche gesehen? Ja, 4 Stück. Ach so, aber wir haben Eisen hier. Warte. Ja, aber extra welche machen, die sind so teuer. Ich sause mal schnell. Soll ich Ozeanmonument zurückbringen? Ach so, ja. Warte. Wenn ich einmal gehe. Okay. Ja, dann können wir die Axolotl auch. Haben wir noch Fuchs und die Katzen. Ja, dann überlegt ihr schon mal, wo die Wege dann lang gehen und wo die dann sein sollen. Ja. Katze war mit Dschungelbaum. Da haben wir gesagt, das tun wir an den Rand, sonst steht der in der Mitte so blöd rum. Ja. Diese Wege immer hier. Ich verstehe nicht, was du hast. Joggst auch 12 Kilometer am Tag, ich weiß. So, schauen wir mal.